Bedrohlich steht sie da, die Mina. Doch sie ist ja unsere Freundin, die Mina. Denn wir spielen ja gerade den Affen Jepp und sind immer noch auf unserer tollen Insel. Und wir sind ein ganzes Stück weitergekommen, hier auf die andere Seite, wo wir noch nicht waren. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, was wir hier noch alles finden. Das ist Lennart, ein anderes Affenmännchen. Ganz toll. So, die Frage ist, was machen wir jetzt mit dem ganzen Gedöns hier und den Zeichen und dem Affen und überhaupt? Wo darf Jepp denn jetzt hin? Also, Mina wartet da. Hallo? Ich glaube, ich hatte denen das letzte Mal ja auch schon was gegeben, aber was können wir dem denn noch geben? Hier so eine tiertanische Gardine? Bitteschön. Ne, die nehme ich nicht. So eine hässliche, olle, weiße Blume. Brauchst du mir gar nicht mit ankommen. Thymian vielleicht. Ne, Thymian geht auch gar nicht. Gar nicht, mein lieber Jepp. Thymian, wie kommst du da überhaupt drauf? So, dann packen wir das hier aber wieder mal zurück und wenn er hier so bunte Sachen hat und hier so Malereien sind, dann kann das natürlich sein, dass der Affe die Sachen hier an der Wand gemalt hat. Und aber Farbe selber machen und die dem schenken, kriegen wir das hin? Aus unseren Früchten, da haben wir auch nur Alkohol draus machen können. Ah, hier können wir was. Können wir hier was zu Ende malen? Haben wir irgendwie einen schwarzen. Hier mit der Holzkohle? Guck mal hier, die, ich mag die nicht weggeben, aber vielleicht ist das ja. Mit Holzkohle kann er ja malen. Nee, auch nicht. Oh Mensch, das hätte ich jetzt gedacht. Hm, vielleicht können wir aber aus der Holzkohle noch was machen. Und Kreide. Die Kreide. Vielleicht. Ich will meine Kreide aber irgendwie nicht weggeben. Oh, ich will nicht. Hier? Nee. Irgendwie bin ich froh darüber, dass er sie nicht haben will. Weil, naja, so behalten wir unsere Sachen wenigstens. Nicht, dass man später irgendwas nicht machen kann, weil wir es weggegeben haben. Ja, ich Farbe halt, ne? Vielleicht gibt's ja hier auch trotzdem noch mehr, was wir machen können, aber gehen wir mal hier rein. Ohne Mina. Ach so, ohne Mina sind wir dann. Ach so, alles klar. Und dann können wir auch noch zu Amber und ihrem dämlichen Affenfreund. Da können wir auch noch hin. Also, Kerlchen, was hast du vor? Zusammen. Auf deine Schulter, Mina. So. Ja, hier geht's runter und wo geht's da dann hin? Hier geht's zurück. Wo geht's denn dann aber zur anderen Seite? Noch immer nichts am Himmel zu sehen. Ich frage mich, wann endlich Hilfe kommt. Tja, ich kann wohl nur abwarten. Ich sollte mich lieber auf mein Ziel konzentrieren. Ja. Die Arme. Und was ist, wenn ich hier hingehe? Eine Flutwelle? Ein Vulkanausbruch? Ich hoffe nur, dass der Motor noch zugänglich ist. Oh. Mein Boot! Hier hätte ich es nie vermutet. Oh, es ist wirklich in einem schlechten Zustand. Oh, okay. Also ich dachte die ganze Zeit, hier wäre. Aha, hier haben wir Wasser. Können wir noch ein bisschen Wasser holen? Das mache ich mal eben. So, dann haben wir noch ein bisschen mehr Wasser bei uns. Können wir natürlich jederzeit nachholen, aber vielleicht ist hier noch mehr. Ein Termitennest? Du kannst Termiten essen, aber ich kann sie nicht fangen. Vielleicht können wir die dem Kleinen anbieten, den da oben. Aber anscheinend nicht damit. Okay. Dann gehen wir mal nach unten an den Strand. Das Boot wird wohl nie wieder in See stechen können. Was den Rekord angeht,
Ich dachte schon, dass ich ihn schlagen könnte, als ich über Bord ging. Ich habe in nur einer Sekunde alles verloren. Was ist los? Was? Voll die Actionmusik hier, voll die gefährliche Musik, als ob gleich was kommt und dann gar nichts los. Was ist das denn hier? Oh. Was war das jetzt? Anscheinend können wir hier noch irgendwas reintun. Habe ich jetzt was genommen oder nicht? Huhuhu. Nö. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist da oben irgendwas? Unsere Affenfreunde, was ist hier? Oh nein, feindlich! Hey, was soll das, du da oben? Also ist da doch oben ein Affe, wusste ich doch. Was hat der? Eine Kokosnussschale? Oh, was ist das hier? Was leuchtet denn hier? Diese gravierten Zeichen sind seltsam. Sie sehen aus wie eine Form. What magic here? Bestimmt sind das die Gussformen für die Steine, die man dann da hinten reintun kann. Fragt sich nur, was wir da reinschütten sollen. Was ist das? Mit Blumenerde gefüllter Behälter. Können wir hier was anpflanzen? Die Kerne vielleicht? Haben wir noch andere Kerne? Nicht Wabe. Schade. Das sind so die einzigen Kerne, die wir, glaube ich, haben. Ja. Aha. Na, das wird ja noch hochinteressant hier. Und da oben die blöden Affen. Aber wenigstens haben sie eine leere Kokosnussschale runtergeworfen. Die brauchen wir bestimmt auch noch. Okay, das reicht. Denk nicht weiter über dein Boot nach. Du hättest sterben können. Was du auch immer durchmachen musst, es ist ein Geschenk des Himmels. Genau. Ich werde nicht zum Wrack hinunterschwimmen. Das ist zu riskant. Okay, dann nicht. Dose mit eingetrockneter grüner Farbe. Yippie. Was ist mit dir denn los? Yippie hat Spaß mit grünen Dosen. Oh. Krustentiere. Da kriegen wir bestimmt unseren Kahalk. Ganz sicher. Jetzt haben wir nämlich unsere Krustentiere. Wir erinnern uns. Toll. Die Frage ist jetzt, ja. Was ist das hier? Dose mit einem grünen Farbe. Wurde von den gewaltigen Wellen, die dem Verschwinden des Schildes folgten, an den Strand gespült. Die fast leere Dose kann als Trommel verwendet werden und Jepp noch von großem Nutzen sein. Durch Lärm kann ein Affe seinen Rang stärken und seine Gegner einschüchtern. Auf dem Boden klebt außerdem noch ein kleiner eingetrockneter Farbrest. Mit einem geeigneten Verdünner sollte man die Farbe retten können. Mit einem Verdünner Benzin? Hahaha. Ich Schlaumeier. So. Dose mit grüner Farbe. Vielleicht können wir die anbieten, aber können wir die vielleicht auch noch irgendwie in einen Extrabehälter tun? Ich will ja ungern hier meine Trommel wegnehmen. Kann man das irgendwie anders machen? Papier? Irgendwie so... Ja. Vielleicht können wir die da oben einfach reinfüllen. Und ich will die Dose auf jeden Fall zum Imponieren bei Ambas bösen Affen benutzen. Und Kalk. Und Kalk. Ich werd nicht mehr. Total gut. Oh. Das ist ein Weg für Jepp. Das soll ein Weg für dich sein. Hoch mit dir. Jetzt sind wir mit Jepp nach oben geklettert. Was bringt uns das? Hier ist Lava. Aha. Für einen erfolgreichen Sprung musst du genau dann klicken, wenn sich der Cursor im grünen Bereich findet. Oh, das war nix. Nochmal, komm. Jawohl. Zack, ist er oben. Muss ich jetzt nochmal nach oben? Ah, hier. Puh. Was? Was geht denn jetzt ab? Was? Ah. Noch so ein Ding? Jetzt werde ich aber gar nicht mehr schlau hier.
Vielleicht sind das noch die anderen Formen? Wie kriegen wir das Ding denn aber raus? Kann ich mir das irgendwie raushebeln, damit ich das bekomme? Mehr als Werkzeuge benutzen können wir ja nicht, deswegen probiere ich die mal aus. Vielleicht was rumknödeln und dann ziehen? Auch nicht. Spitzer Gegenstand. Vielleicht muss man... Ist echt... Hier hätten wir auch die roten Pigmente. Daraus könnte man rote Farbe machen. Lieber Jepp, wie mit dem Ding hier? Mit einem langen Stock haben wir auch noch nicht ausprobiert. Hier, nimm mal so einen Dreier. Nee. Er ist ja auch ganz nah dran im Prinzip. Aber... Nee, keine Ahnung. Hochspannend hier oben. Aber noch verstehe ich es nicht ganz. Weiß ich nicht, ob wir die Form brauchen oder ob wir das ganze Ding runterholen müssen. Weil hier ist es ja auch. Das kapiere ich noch nicht. Aber da wird es bestimmt noch eine Lösung für uns geben. Wir gehen mal zu Mina zurück. Wo ist sie denn? Wo steht sie? Da. Wie geht es dir, Kleiner? Och, spannend da oben. Riskant, aber spannend. So, dann wollen wir mal. Ich gehe mal hier wieder nach oben. Und dann gehe ich nach unten. Aus gutem Grund, weil ich will, dass der Jepp jetzt zu den anderen geht. Nee, nicht hier hin, sondern zu den anderen Nasen hier. Wo sind die? Oh, was habe ich denn hier übersehen? Wilde Erbsen. Oh. Oh, cool. Vielleicht können wir die ja... Ach nee, wir sind jetzt hier. Ah, Klippenschilf. Ach so, der Jepp, der sieht jetzt hier Sachen, die wir sonst nicht sehen. Dann sollte man natürlich die Tour nochmal mit ihm machen. Und auf seiner Höhe sind anscheinend Sachen zu finden, die Mina so nicht sieht. Können wir hier die Erbsen reintun? Was steht da bei den Erbsen? Ach, die Musik. Äußerst hart, können nicht zerkaut werden, noch nicht einmal von einem Affen mit sehr kräftigen Zähnen. Also ab in die Mühle damit. Oder was? Tja. Brauch etwas, womit ich die Termiten... Nee. Klippenschiff vielleicht? Nö. Hätte ich jetzt gedacht. Das Ding, der Stock? Aha, alles klar. Ich glaube, wir gehen wieder auf Ameisenjagd. Wo denn? Hier? Geht's los? Ich glaube, es geht los. Bewege die Maus und halt die Maustaste gedrückt, um den Stock aus dem Termitennest zu ziehen. Ach, und der darf das nicht berühren? Oder was? Oh, keine Termiten. Wie, ich muss das ganz, ganz vorsichtig machen? Oder was? Das ist echt schwierig. Ganz schwierig. Oh, das ist hier echt heikel. Ah, und wieder eine verloren. Oh, der ist so blöd gebogen, der Stock. Da gehen sie weg. Hallo. Ich habe nur noch zwei. Die letzten verliere ich bestimmt auch noch. Boah, wenigstens zwei gefangen. Das ist nicht viel. Das ist mega schwer. Komm, mach nochmal. Die können wir nämlich dem anderen anbieten.
schon gar nichts mehr hier. Ich komme da unten eigentlich immer voll ran, aber anscheinend darf man so damit der. Nee, darf man nicht. Jetzt komme ich schön. Jetzt verliere ich sie alle wieder schön. Oh Mann, oh, leck mich doch hier. Ich war so gut. Ja, toll. Ja, großartig. Hier mit meiner Göbelmaus auf meinem tollen Pad hier. Komm. Immerhin nochmal zwei. Das sind jetzt meine. Die will ich behalten. Die behalte ich jetzt. Und dann gehe ich wieder zurück. Wo kann ich zurück? Ich will zurück. Da. Ich will zu den anderen. Ich will zu den anderen Affen. Wie komme ich zu denen nochmal hin? Nicht dahin, sondern dahin. Freunde, hier oben. Genau, bei euch hier. Er ist ja super mega wütend. Wart mal. Warum? Nee, dir will ich die doch gar nicht geben. Ich will weg. Ich will das nicht. Dann soll er mich verscheuchen. Ist mir egal. Ja. Ja, ich finde es total doof, dass ich das Kreuz jetzt nicht benutzen konnte. Ja. Himmel, Jeb, das kannst du dir nicht bieten lassen. Wenn du nicht der Stärkere bist, versuche wenigstens der Klügere zu sein. Aber Mina. So, ich will die Termiten ja behalten, meine vier Stück. Die will ich ja dem anderen... Ich will meine Trommel, will ich nehmen. Ich will dem imponieren. Babababam. Benutzt es. Benutzt die Trommel. Mach dich mal stark hier. Mit einem Gegenstand erschrecken. Das hat ja wieder toll geklappt. Oder doch? Oder hat's? Ja, wirklich! Es hat mit dem... Aber er hat gar nicht getrommelt. Das finde ich irgendwie voll blöd. Was ist jetzt hier? Ach, unsere Sachen. Emaillierte Vase. Das ist ein tolles... Tolle Sachen hier. Hier, Knochenmark hatten wir ja schon. Amber, meine süße kleine Maus. Guck mal. Nein, ich will sie doch nicht verschrecken. Was mache ich jetzt mit der Amber? Da schenke ich jetzt eine Blume. Die kriegst du. Amber, mein Schatz. Hier, für dich. Und dann lause ich dich einmal richtig durch. Wir sind nämlich viel netter. Der Jepp ist viel netter als dein blöder Ex-Affe. Ja. Das können wir gut, ne? So, steigen gleich die Punktechancen hier bei Amber. Dem heißen Weibchen. Und was könnte ich ihr denn nochmal geben? Soll ich ihr eine Beere geben? Isst er sie selber noch? Ich will die Beeren nicht auf... Will das eigentlich nicht? Isst du einfach nur Weizen? Ja. Schön. Dann geht's der Amber nämlich auch nochmal gleich besser. Da freut sie sich. Ich weiß gar nicht, wozu das gut ist, dass die Punktechancen hier so steigern. Was habe ich jetzt nochmal bekommen? Eine emaillierte Vase. Da ist ja blaue Farbe dran, ne? Und wie komme ich eigentlich an meinen Kalk, wenn ich das, diese Krustentiere jetzt einfach reinhau hier zu meiner Sache, die ich hier vorhatte? Das war doch das hier, ne? Ja, mit dem Natriumcarbonat. Wie kriege ich das denn mal ab? Tja, wie kriege ich denn da mal meinen Kalk her? Hier hätte ich eine Schale, da könnte ich die Farbe reintun, fällt mir auch gerade ein. So. Ich glaube, wir müssen nochmal jetzt... Das habe ich ja gemacht. Die Amber ist jetzt in guten Händen, gerade alleine, aber gehört jetzt zu uns, mit zum Team. Gut, was jetzt? Gehen wir wieder zusammen nach oben. Bin nämlich hier total gut dabei. Und dann gehen wir da bitte mal hin. Ich hoffe, sie kann es auch immer wieder und nicht, dass wir sie stärken müssen oder so. So, da wollen wir mal hin. Jep spielen.
Nee. Hä? Hierhin. Genau, zu ihm hier. Und wegen der Farbe. Dose mit grüner Farbe. Na? Du hast grüne Farbe von uns gekriegt. Wie geil ist das denn? Aha. Du bist ja ein kluger Affe. Ach, und dann kann er nämlich die Sachen auch anmalen, oder was? Das ist ja toll. Und die haben wir aber noch, ne? Ja, sehr schön. Und rote Pigmente. Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen selber Farbe herstellen. Und hier kann man die vielleicht lösen, auch mit dem Alkohol oder so. Mit Alkohol, genau, statt Benzin hier. Warte mal. Parfüm, Alkoholvase, nicht, auch nicht. Schade. Ich will eigentlich das mit dem Kalk jetzt gerne hinkriegen. Wie sieht's aus mit den Termiten? Willst du ein paar? Ich habe dir ein Geschenk gemacht. Die habe ich extra für dich ganz schwierig gefangen. Ja, der ist begeistert, aber nur mit 0,5 Begeisterung. Aha. Wie viele hat er gegessen? Alle oder? Ich glaube nämlich nicht. Hä? Jetzt geht er wieder in die grüne Farbe. Ach, er malt dann immer mehr an, oder was? Je begeisterter er ist, desto mehr malt er und das hilft uns vielleicht. Oder so? Hm. Termiten, iss mal welche. Iss mal selber welche. So, die Termiten habe ich alle gemampft. Weil der Jepp ist nicht mehr im grünen Bereich. Und, hier muss noch was hingemalt werden. Und du, ja, du willst blaue Farbe, du willst auch noch rote Farbe. Es ist ja genau die Farben, die wir noch machen könnten. Dann ist das doch ein guter Plan eigentlich. Und dann... Woran denkst du? An Farbe und an Kalk, Mina. Und woran denkst du? An dein Dod. An dein Dod, genau. An dein Boot, was kaputt gegangen ist, nehme ich mal an. Ja. Können wir das hier irgendwie... erlösen. Kann man das hier irgendwie nicht abmachen? Wie kriege ich hier die blaue Farbe ab? Hm. Dose mit grüner... grüne Farbe haben wir ihm ja schon gegeben. Wie sieht's hiermit aus? Wie kann ich die rote Farbe mal machen hier? Das ist nicht der richtige Verdünner. So. Dann der Alkohol. Dann der Alkohol. Jawohl. Ja, geil. Also mit Verdünner hat das Ganze hingehauen. Rote Farbe. So, wenn wir jetzt noch... jetzt müssen wir eigentlich nur noch die blaue hinkriegen. Dann haben wir es doch. Wie kriege ich das denn mal... Wieso kriege ich das nicht auch mit... Ja. Warum nicht gleich so? Warum geht denn das jetzt? Habe ich das nicht vorher auch ausprobiert gehabt? Du bist von Alkohol und emaillierte Vase. Ja, eben. Also ich will ja nicht die blaue Dings mit Alkohol haben. Ich will ja die blaue Farbe an sich haben. Oder wir müssen aus den blauen Früchten blaue Farbe machen. Mit Alkohol. Mit... Ich versuch's nochmal mit dem. Auch nicht. Mit was denn? Wie kann ich die... Nein, dann würde ich Alkohol herstellen. Davon habe ich mehr als genug. Ja, blaue Früchte. Dann kann man aus den blauen Früchten ja vielleicht auch blaue Farbe machen. Aber wenn das jetzt gerade nicht will, dann können wir ihm zumindest schon mal die andere Farbe geben. Bevor der Part hier endet. Jep, geh mal da schnell... Ja, doch, bin richtig hier, ne? Ja. Geh mal da schnell rüber und gib dem mal die geile rote Farbe, die wir jetzt selber gemacht haben. Ist der Hammer. Ne? Ist das nicht toll? Eigentlich überziehe ich gerade mit der Partlänge, aber das ist gerade so spannend mit der Farbe hier. Was ist der da? Ach, so ein Vulkan. Du, das wird noch. Vielleicht, der muss noch mehr zu futtern, glaube ich, kriegen oder so. Wasserspinat soll der jetzt aber nicht kriegen. Wir hätten noch eine Honigwabe sonst anzubieten. Da wir die zweimal... Nee, einmal haben wir sie da verwendet. Können wir dem eine geben? Oder einfach ein bisschen mal Wasser?
Ein bisschen Wasser kann er doch auch mal schlürfen. Komm jetzt. Wasser. Lecker, lecker. Trinken. Oh, du bist mehr einer. Wasser muss man immer mal trinken, du. Na gut, wir sehen uns im nächsten Part, obwohl es so spannend ist und ich gerade gar nicht aufhören mag. Aber es ist halt leider so. Bis dann.